In dem heutigen Video geht es um Top-Frauendüfte zum Verschenken. So Leute, wir Männer stehen ja manchmal auf dem Schlauch, ja, und wissen manchmal nicht, was wir den Frauen schenken sollen. Ja? Und respektive, wenn es um das Thema Düfte geht, da habe ich gedacht, komm, ich will euch Männern da draußen helfen, ja, denn ich stehe auch manchmal auf dem Schlauch, wenn ich nicht weiß, welche Duft ich verschenken soll. Ich glaube, Männer generell vor einem Frauenparfumregal. Es ist halt sehr schwierig für uns, sagen wir so. Es ist nicht so ganz leicht. Und deshalb habe ich gedacht, komm, wie kann ich euch da draußen am besten helfen? Ich sag, fragen wir doch meine Frau, ja, was die Frauen der Schöpfung für Düfte mögen und gut finden. Und deshalb haben wir jetzt mal eine Top-5-Liste gemacht, die man gut als Mann der Frau schenken kann. Ja, perfekt. Starten wir mit dem ersten Duft. Der erste Duft ist Gucci Bloom. Das ist dein Lieblingsduft? Einer meiner Lieblingsdüfte. Trage ich super, super gerne im Alltag. Riecht, wie der Name schon sagt, sehr blumig. Aber auch ein bisschen cremig, was es nicht ganz so süß macht. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weswegen ich ihn auch gerne einfach im Alltag trage. Egal ob Winter oder Sommer. Sag nochmal. Zudem muss ich sagen, ist der Flakon ziemlich hübsch. Und ja, ich weiß, es hat nichts mit dem Geruch zu tun, aber es ist ein schönes Extra, wenn der Flakon auch noch schön aussieht. Sowieso. Also ich würde mal sagen, ist so ein Duft, ich würde ihn jetzt nicht gleichsetzen mit dem Hugo Boss Bottled, weil er komplett anders riecht, aber es ist so ein Duft, ich glaube, wenn deine Frau auf Blumen steht, ja, oder Blumen mag oder dieses Florale mag, ja, dann kannst du den Duft immer verschenken. Was? Okay. Hey, ja, ist doch so. Next one. Na, siehst du. Rodriguez. Das ist mein zweitliebster Duft. Und zwar ist das, finde ich, ein bisschen ein speziellerer Duft. Ich trage ihn sehr gerne zur Arbeit, also wenn ich auch einen Anzug trage oder mich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen? Feiner Kleidung. Feiner, schicker, aber auch ein bisschen, der hat Präsenz. Der Duft hat schon, also man riecht ihn und man erkennt ihn wieder. Er ist speziell. Ich werde auch oft gefragt, was das für ein Duft ist. Weil der nicht ganz so, also nicht jeder hat ihn einfach. Der Duft ist ein bisschen markanter, würde ich jetzt mal sagen, hat einen größeren Wiedererkennungswert, ein bisschen spezieller einfach. Würzig einfach. Ja, ist ein bisschen eine leichte Würze drin im Duft, aber einfach ein bisschen spezieller. Ich sag mal so, da kommt die Frau ein bisschen mehr raus. Frau, ja. Frauenpower. Naja, aber ist so. Ja, deswegen auch gerne beim Anzug. Also ich finde, es ist auch ein Duft, der passt perfekt zur Arbeit, er ist seriös, er ist aber trotzdem weiblich. Also er ist trotzdem blumig und ja, deswegen passt es eigentlich perfekt zu einem Anzug. Also wenn deine Frau Unternehmensberaterin ist, Anwältin oder Ärztin, ja, dann ist das der richtige Duft. Ja, da kommt die Frau erstmal richtig raus, ist ein trotzdem schöner Duft. Also, ja, wieso? Passt doch. Ja, wir haben gesagt, es ist ein bisschen mehr Frau. Das ist eigentlich so, kann man vergleichen mit dem Terre d'Hermès für Männer. Ja, stimmt. So in die Richtung kann das gehen. Ja. Ist ein bisschen präsent. Genau. Bisschen. Ja, wir verstehen uns. Ja, weiter geht's. Dolce & Gabbana. Yo. Das war früher ein ganz, wie soll ich sagen, also früher hat irgendwie jeder getragen im Sommer. Ja? Ja, das war ein ganz beliebter Duft. Gibt es übrigens auch für Männer? Genau, gibt es auch für Männer. Der ist auch meiner Meinung nach ein bisschen unisex. Also es ist nicht ganz so feminin. Er ist sehr frisch. Also überwiegend einfach Zitrone. Ein bisschen, es ist einfach ein sommerlicher, frischer Duft. Trage ich auch tatsächlich nur im Sommer. Ich habe jetzt hier einmal die Handtaschen-Version, weil es auch immer ganz praktisch ist, das für die Handtasche zu haben. Übrigens auch ein cooles Geschenk. Weil mit so einem riesen Flakon reißt man nicht gerne und läuft man auch nicht gerne rum. Von dem bin ich jetzt allerdings ein bisschen abgekommen, weil ich mir den irgendwie satt gerochen habe. Und als Alternative habe ich quasi den Valentino Verde, ist das, glaube ich. Ja. Der riecht eigentlich auch frisch, auch Zitrone, nur ein bisschen anders. Also der ist ein bisschen eigener nochmal. Ja. Was meinst du? Ja, ich finde den sogar vielleicht ein bisschen besser als den, weil er da ein bisschen zitrischer ist. Ja. Aber beides sehr frische Düfte. Wenn du eine frische Frau hast, ja, dann sind das die beiden richtigen Düfte. Ja, für den Sommer vor allem Leichtigkeit, einfach frisch geduscht, Bikini angezogen, zack, das war's. Okay, machen wir weiter mit Duft Nummer 4 und zwar Chloé. Chloé. Damit meine ich den klassischen quadratischen Duft. Es gibt ja von Chloé auch diverse andere. Chloé riecht wirklich einfach wie frisch geduscht, finde ich. Es ist sehr pudriger, cremiger Duft, super, super angenehm. Mit dem Duft kann man wirklich auch nichts falsch machen. Also ich glaube, ich kenne wenig, die den Duft wirklich gar nicht mögen. Also es ist wirklich ein Duft, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, was du verschenken willst,
dann ist das auf jeden Fall eine Bank. Okay, also, dann ist das der Hugo Boss Bottled für die Frauen. Ja, eher. Ja? Ja? Okay. Weil ich glaube, Blumen ist zu spezifisch. Zu blumig. Blumig, okay. Ja. Der ist nochmal ein bisschen neutraler. Okay. Also ich habe ihn gestern auch nochmal gerochen in der Parfümerie und ja, kann man schon so sagen. Fällt, also es ist auch ein schöner Duft, der auch positiv auffällt. Ist jetzt nicht so, dass er in der Masse verschwindet, sondern man riecht ihn schon raus. Wie, ist er auch langanhaltend, weil meistens ist er so, dass Ja. Also man selber riecht ihn nicht lange. Das ist zum Beispiel bei dem Terre de Mes meintest du ja anders. Mhm. Oder zum Beispiel bei dem Narciso Rodriguez, den riecht man auch selber noch ziemlich lang. Bei dem Narciso Rodriguez. Wie heißt er? Rodriguez. Den riecht man selber auch noch sehr lang. Bei dem Chloé habe ich das Gefühl, ich habe den nicht mehr gerochen, aber andere an mir. Okay. Also das finde ich auch eigentlich auch ganz gut, wenn man selber... Ja, also für mich ist es wichtig, wenn ich Geld für ein Parfüm ausgebe, dass man es auch riecht. Ja, oder dass es auch langanhaltend ist. Ja, aber manche Düfte verfliegen halt relativ schnell. Aber wenn der auch langanhaltend ist, ist ja super. Ja. Alright, next one ist der Chanel Nummer 5. Ich glaube, in keinem Ranking, oder was Parfums angeht, darf eigentlich ein Chanel fehlen. Also Chanel macht bei den Frauen? Bei Männern auch. Ach, Chanel macht fantastische Düfte. Ja. Ich habe mich jetzt für den Chanel Nummer 5 entschieden. Allerdings die neue Version. Die alte Version ist, finde ich, für Frauen ab... Also ich habe gesagt, das ist eher so ein bisschen Oma-Duft, ja, der alte Duft. Also das ist ein sehr, sehr schöner Duft, ein klassischer Duft, aber wirklich für deine Mama, also für Mama, Oma. Dafür kann man das gut, ja. Perfekt, super. Mhm. Allerdings halt für Ü50. Also meine Zielgruppe ist eher so zwischen 18 und... Ja, aber die haben ja auch Mamas und Omas. Hast du recht, okay. Die brauchen auch vielleicht Punkt für dich, ja. Also der Chanel Nummer 5, die neue Version, ist in einem hellen Flakon. Finde ich auch sehr, sehr schön. Zeitlos, hat einfach klasse und es riecht einfach ein bisschen frischer als der traditionelle Duft. Und ich finde, die neue Version kann tatsächlich auch jeder tragen. Ja, also ich fand gestern, als wir es gerochen haben, ja, oder als wir mal die Probe da genommen haben, habe ich den alten Duft direkt gesagt, okay, ist ein Oma-Duft. Und der, nach Oma. Und der andere ging halt, der war einfach ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, der war irgendwie... Einfach moderner auch. Genau, der andere war, also der alte Duft war auch ein bisschen markanter, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen mehr, da kam so ein bisschen mehr die Frau raus, ja, so wie wir es eben bei den Mr. Rodriguez hatten. ja, genau, also je nachdem, wie alt die Frau ist, die ihr beschenkt, ja, würde ich entweder den neueren, modernen Duft nehmen, wobei ich auch denke, dass den auch jeder tragen kann, der ist jetzt nicht so jugendlich oder so, ganz im Gegenteil, und wenn ihr was Markantes, Stärkeres, etwas doller Feminineres haben wollt, dann ist der klassische Chanel Nummer 5 auf jeden Fall auch top. Also fassen wir nochmal zusammen. Gucci Blum, Duft Nummer 1 nach Stegro. Ne, das hast du lieber. Duft Nummer 1, Gucci Blum, Parfüm Nummer 2. Wie? Sag. Narciso Rodriguez. Sag jetzt. Narciso Rodriguez. Wie? Narciso Rodriguez. Okay, du kannst es besser. Duft Nummer 3 war Light Blue, Duft Nummer 4 war Chloé und Duft Nummer 5? Chanel Nummer 5. Oh, das haben wir sogar richtig gut gemacht. Ja? Von der Nummer 4. Okay, hast du gut gemacht. Also, falls ihr nicht wisst, was ihr euren Frauen schenken sollt, habt ihr jetzt eine Auswahl von uns bekommen und wir packen die Links zu den Produkten selbstverständlich in die Infobox rein, sofern wir die Produkte, sofern die Düfte im Internet gefunden haben. Also Leute, ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen weiterhelfen, wenn es um das Thema Düfte geht, Frauen beschenken geht, ja, und ihr steht jetzt nicht mehr ganz so doll auf dem Schlauch. Und falls du jemanden beschenken möchtest, ganz viel Spaß dabei.